Ja, beim Tough Guy wird es richtig kalt werden und daher werde ich mir auch was Warmes anziehen müssen, um mich vor der Kälte zu schützen. Ich denke, ich werde ein langärmeliges Shirt anziehen und dann wahrscheinlich eher eine kurze Hose, weil lange Hose bringt eh nichts groß, weil wenn das nass ist, dann wird es schwer, zieht sich voll mit Wasser und ist dann auch kalt. Und dann Mütze, Handschuhe definitiv. Und dann werde ich noch die Macht 12, die Brooks Crossbikes anziehen, weil die nicht so viel Wasser saugen. Und dann hoffe ich, dann geht das irgendwie. Ich fahre zum Tough Guy definitiv nicht, um mir das Ganze von hinten anzugucken. Also ich meine, ich habe jetzt halt auch schon Erfahrung in solchen Läufen. Und dann nehme ich die ganzen Strapazen nicht auf mich, um nur mitzulaufen. Also ich will definitiv vorne mitmachen. Aber ob ich gewinne, das ist natürlich eine ganz andere Sache, weil die Engländer, ich meine, es gibt welche, die haben in den letzten Jahren auch schon mitgemacht und kennen die Strecke. Ich kann mir die vorher halt nicht wirklich angucken. Und letztendlich, ob ich gewinne, weiß ich nicht, aber ich will auf jeden Fall, weiß nicht, erste fünf, irgendwas die Richtung, will ich auf jeden Fall dabei sein. Ja, meine Freundin findet das nicht immer ganz so toll, dass ich mitmache. Also vorher zumindest nicht. Und währenddessen fiebert sie aber immer mit. Also beim Strongman-Run war sie auch jedes Mal mit dabei und auch in Hamburg beim Bobanathlon. Und dann hinterher ist er natürlich total stolz, wenn ich dann gewonnen habe. Also wenn ich nicht gewinne, dann ist er wahrscheinlich nicht so stolz. Aber, aber ich darf zumindest, habe die Erlaubnis mitzumachen. Der Kick an diesen ganzen Hindernisläufen oder Funläufen ist einfach, dass es Spaß macht. Klingt zwar ein bisschen komisch, aber wenn man die ganze Zeit immer nur Straßenläufe macht, dann oder jeder, der das macht, der immer nur Marathons läuft oder 10-Kilometer-Läufe, der weiß, ist es doch irgendwie das Gleiche. Man setzt einen Fuß hinter den anderen und wird auf Dauer doch ein bisschen langweilig. Und bei solchen Läufen, da denkt man nicht so direkt ans Laufen an sich, sondern das sind einfach die Hindernisse. Man muss über die Hindernisse rüberkommen. Man denkt nicht, man muss jetzt irgendwie weiß nicht, unter 3 Stunden laufen oder unter 4 Stunden oder was auch immer, sondern man will einfach ins Ziel kommen, man will möglichst schnell über die Hindernisse kommen und es ist einfach viel mehr Abwechslung. Es macht einfach Spaß. Ja, das ist einfach das Besondere. Spaß machen. In den letzten Wochen vorm Tough Guy habe ich ziemlich viel trainiert. Das hängt allerdings nicht unbedingt nur mit dem Tough Guy zusammen, weil ich auch noch im Frühjahr noch Marathon laufen will. Aber es waren so ungefähr Pi mal Daumen 10 Einheiten pro Woche. Und da waren auch ein paar Einheiten dabei, wo ich mich speziell auf den Tough Guy vorbereitet habe, wo dann schon mal dazugehört, dass man dann eben mal in den kalten Ententeich springt und dann weiterläuft und dann nochmal reinspringt, dann wieder weiterläuft und dann nochmal reinspringt und dann durchgefroren zu Hause wieder ankommt. Oder dass man mal ein paar Treppen hochläuft oder mal unter irgendeinem Geländer drunter durchklettert oder drüber klettert, je nachdem. Es kostet Überwindung, zum ersten Mal in den Teich reinzuspringen, definitiv. Ich habe mich tagelang davor gedrückt. Ich hatte es immer vorgehabt, endlich da reinzuspringen. Und dann hat es Ewigkeiten gedauert, bis ich es dann wirklich gemacht habe. Aber wenn man einmal drin war, dann ist alles bestens. Also ist nur das erste Mal ist hart. Also wenn man dann das zweite und dritte und vierte Mal, dann denkt man sich, ja, jetzt frieren tut man eh schon. Jetzt ist auch egal. Wenn ich im Training in so einen Teich reinspringe, dann ist das kalt. Aber es hängt davon ab, wie tief der Teich ist. Wenn man nur bis zur Hüfte reinspringt, dann ist es eigentlich überhaupt kein Problem. Klar, Füße kalt, Beine kalt, aber es macht eigentlich nicht viel aus. Aber wenn der Teich tiefer ist, wenn man mit dem ganzen Oberkörper oder auch mit dem Kopf und Gesicht eintaucht, dann bleibt einem sofort die Luft weg. Das ist so, wie wenn man heiß duscht und dann plötzlich kaltes Wasser kommt, dann fehlt einem einfach die Luft. Aber wenn man das weiß, dann ist man darauf vorbereitet, dann braucht man noch keine Panik zu kriegen, dann muss man einfach ruhig bleiben, Kopf wieder aus dem Wasser nehmen und weiter geht's. Dann geht's auch wieder weg.